Ja, hallo Leute, ich bin's wieder, euer Dips, und heute, was machen wir heute? Heute gibt's Max Ramas heroisch, ja. Wir haben noch einen Boss über, die Maxner, der wollen wir uns jetzt widmen. Und ja, ich habe mich da mal so ein bisschen mir was überlegt, und zwar erstmal schauen wir uns die Heldenfähigkeit an. Die Heldenfähigkeit kostet jetzt 0 Mana im heroischen Modus und lasst 2 zufällige feindliche Diener auf die Hand eures Gegners zurückkehren. Das heißt, er schubst jedes Mal, wenn er die benutzt, und er kann sie jede Runde benutzen, sie kostet kein Mana, er schubst jedes Mal meine Diener wieder zurück. Ja, das hat mich ja schon in der Herausforderung und im Normal so tierisch genervt, und ich habe mir da jetzt was überlegt. Und zwar habe ich mir da schon mal ein Deck erstellt, gestern Abend, und bin ich hier mal so durchgegangen. Und was ich gemacht habe, ist, ich habe mir fast ausschließlich Karten mit Kampfschrei rausgesucht. Einfach aus dem Grund, wenn er mir die Karten zurückschubst und die haben halt irgendeinen Effekt, so wie Anschrei, hier zum Beispiel ruft ein Eber herbei, oder übernimmt die Kontrolle über einen Diener, Ansturm und so weiter. Ich denke mir halt, dass das ganz cool ist, weil er schubst mir die zurück, ich spiele sie wieder aus und kriege den Effekt halt von dem Kampfschrei. Ja, und damit will ich halt agieren. Dann habe ich 2x Holy Nova drin, einfach um das Board mal clearen zu können. Dann habe ich hier relativ viele Heileffekte auch mit drin. Den Voodoo-Doktor stellt 2 Leben wieder her, den ich dann immer ausspielen kann, um mich selbst zu heilen, oder irgendwelche Diener, die vielleicht noch am Board liegen geblieben sind. Dann habe ich 2x Schattenwort Tod, weil ich glaube, der hat immer diese, ja, auch diese Riesen da drin. Und die kann man damit dann halt relativ gut zerstören, denke ich. Ansonsten habe ich sehr wenige Zauber, eigentlich gar keine. Wie gesagt, Holy Nova und Schattenwort Tod sind die einzigen Zauber. Sonst spiele ich ja immer ganz gerne hier mit Inneres Feuer und Göttlicher Wille. Das, glaube ich, bringt bei dem Boss jetzt nichts, habe ich mir so gedacht, weil wenn ich die halt hochbuff und der schickt sie mir zurück, dann ist natürlich auch der Buff weg, wenn mich nicht alles täuscht. Und von dem her habe ich die auch komplett einfach rausgelassen. Wie gesagt, ich spiele hier nur mit Kampfschrei-Effekten. Ihr könnt da eigentlich, denke ich, nehmen, was euch gut gefällt. Ich habe relativ oft diese, die noch einen zweiten herbeirufen. Hier diese Jägerin, die ruft ja noch einen Eber herbei, oder hier der Murloc ruft auch noch einen weiteren Murloc herbei. Und ich sag mir halt einfach, wenn ich davon eine ausspiele, dann habe ich schon 2 Karten da liegen. Das heißt, er schubst dann wahrscheinlich auch die 2 Karten so zurück, sage ich mir dann. Und dann habe ich vielleicht noch die Option, noch eine weitere Karte auszuspielen, dann bleibt wenigstens eine liegen. Und dann der Gedankenkontrolleur ist, denke ich, super, weil ich habe so die Vermutung, dass er sich relativ stark die Boardkontrolle holen wird und immer mehr als 4 Diener da irgendwie liegen haben wird. Und so kann ich ihm immer einen Diener wegnehmen und ziehe den auf meine Seite und versuche so die Boardkontrolle für mich zu entscheiden. Der Kodo ist natürlich auch super. Zerstört immer einen Diener mit maximal 2 Angriff. Denke ich, da kann man auch ganz coole Sachen mitmachen, wenn man den dann ausspielt und der macht dann immer einen kaputt. Ja, hier nochmal den Ritter der Silbernen Hand, der auch wiederum noch einen weiteren Knappen dann ausspielt. Ja, hier nochmal Heileffekte habe ich noch 2 drin. Die Dschungelschuppenheilerin, die alle heilt, oder die Priesterin und den Meerriesen. Ich denke, man kann es auch mit jeder anderen Klasse so spielen. Allerdings habe ich mich für den Priester entschieden, ganz einfach, weil ich noch ein bisschen mehr Heilung haben will, um halt ein bisschen länger überleben zu können. So, das habe ich mir jetzt gedacht. Ich habe das Ganze noch nicht ausprobiert, also es kann natürlich auch sein, dass das totaler Bullshit ist, aber ich denke, das klingt alles ganz plausibel, was ich mir da gedacht habe, und ich probiere es einfach mal aus. Wie gesagt, mein erster Versuch. Ich bin ja vorher ganz gerne mal gescheitert, weil ich das Ganze natürlich hier auch blind spiele, und habe mir jetzt mal versucht, ein bisschen mehr Gedanken zu machen und hoffe einfach, dass das so klappt, wie ich mir das vorstelle. So, ich habe viele kleine Karten. Die Holy Nova behalte ich einfach schon mal, dass ich die schon mal habe. Und spielen wir mal was aus. Ja, Ansturm ist, denke ich, auch ganz cool. Den kann man dann immer ausspielen, angreifen, und dann kommt er eh wieder zurück. Dank ihres Gifts werdet ihr einen relativ schmerzlosen Tod erleiden. Den will ich natürlich jetzt nicht gleich am Anfang opfern. Ich mache einfach mal weiter. Ein bisschen mehr Mana holen. Fangnetz, ja. Das bringt ja jetzt nichts, ne? Kostet auch nichts. Er macht es wahrscheinlich einfach so, ich könnte sogar 5 Minuten so programmieren, dass er es einfach, egal was auf dem Board liegt, einfach macht. Ich heile mich selbst. Ja, er macht es tatsächlich einfach.
Jedes Mal. Also er wird immer meine Karten zurückschubsen, egal was ich mache. Die Frage ist natürlich, ob er es immer am Anfang macht. Und ob er es wirklich immer macht, weil es macht ja nicht immer Sinn. Werden wir gleich mal sehen. Ich mach den mal. Heil mich selbst. Bin gespannt, ob er den jetzt zurückschubst. Ja. Ja, das ist natürlich super. Ich will ihn natürlich nächste Runde dann wieder heilen. Muss hier mal ein bisschen aufpassen, dass er nicht dazu viel spielt. Ich habe noch meine Holy Nova. Die hebe ich mir aber noch ein bisschen auf. Solange ich mich noch gegen heilen kann, heile ich mich gegen. Mach ich auch einfach mal jetzt so, also zack. Zack. Ich muss jetzt ein bisschen in die höheren Mana-Bereiche kommen, ne? Dass ich ja hier meinen Ansturm dann immer ausspielen kann und so. Da gehen die beiden Heilkarten wieder zurück. Okay. Eventuell gleich mal ein Silence raushauen. Muss natürlich auch aufpassen, dass ich nicht zu viele Karten auf die Hand kriege. Ich glaube, jetzt wird es mal Zeit für eine Holy Nova. Ja, jetzt wird es mal Zeit für eine Holy Nova. Sport ist voll. Er spielt natürlich jetzt die ganzen Spinnen. Ja. Okay, jetzt hat er das ganze Board voll mit Spinnen. Was jetzt natürlich auch eine Option ist, halt einfach seine Spinnen liegen lassen, weil die Spinnen machen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Schaden. Der muss natürlich weg. Den muss ich jetzt irgendwie wegkriegen. Ich glaube den... Oje, oje, ich bin ja schon fast tot. Ich glaube, den mache ich jetzt mal mit Ansturm ganz kurz weg. So. Da muss ich mich jetzt heilen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Damage. Ich nehme den. Der heilt 3 Leben. Der heilt 2. Ja, ich nehme den. Gucken, was er jetzt ausspielt. Ja. Okay, das wird eng. Gedankenkontrolleur. Ich muss mich aber auch heilen. 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich spiele erstmal den. Dann den. Neun, überlebe ich das. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das ist mir fast zu knapp. Ich heile mich nochmal so selbst. Also was das Überleben angeht, scheint das ganz gut zu funktionieren. Ich muss mir noch was überlegen, wie ich ja, die Bordkontrolle. Ich meine, wenn hier nur eins liegen, ist mir das eigentlich egal. Ich glaube, da komme ich noch ganz gut gegen an. Jetzt werde ich mal... Was machen wir? Ich spiele jetzt einfach mal den Gedankenkontrolleur. Das ist mir ein 1er wahrscheinlich, ja. Dann heile ich mich noch wieder selbst. So. Mach noch so. Ich weiß gar nicht genau, ob ich jetzt nicht schon tot bin. Das ist jetzt so das Einzige, was ich irgendwie noch machen konnte. Er schubst mir 2 zurück. Jetzt habe ich auch mal ein bisschen was auf dem Board liegen. Die Gedankenkontrolleur, okay. Das ist gut. Todesröcheln, das eigentlich. Wieder auf die Hand zurückkehren. Vernichtet einen Diener. Okay, ich glaube, ich habe verloren. Ne, ich habe noch ein Leben. Gedankenkontrolleur, schauen, was wir kriegen. Das ist gut. Spott. Ich habe keinen Spott, ne? Spott wäre wahrscheinlich noch ganz praktisch. Ja, heilen bringt jetzt auch nichts mehr. Wenn ich das richtig sehe. Ich glaube, das habe ich verloren. Ja, ich glaube, das habe ich verloren. Gucken, wie gut die KI ist. Also, er wird jetzt sicherlich auf mich gehen, ne? Der ein oder andere Spot wäre vielleicht nicht schlecht im Deck. Ich probiere es einfach nochmal, stumpf nochmal so.
Ja, ich probier's einfach nochmal so. Mit dem Deck. Und wenn das jetzt wieder nicht klappt, dann muss ich da vielleicht nochmal ein bisschen was dran überarbeiten. Vielleicht den einen oder anderen Spot wirklich reinnehmen. Aber das bringt natürlich auch nicht so viel, wenn er mir die mal wieder zurückschubst, ne? Muss man halt mal sehen, aber am Ende wäre jetzt ein Spot ganz cool gewesen. Schatten war tot, mache ich erstmal weg. Holinova behalte ich wieder, Eule mache ich weg. So. Dass ich schon mal den AOE auf jeden Fall mal über habe. Der Murloc-Jäger, der könnte mir jetzt vielleicht ganz gut helfen. Dass ich immer gleich am Anfang zwei Karten ausspiele. Dann kann ich vielleicht nachher noch eine dritte mit ausspielen. Müssen wir mal gucken. Er macht ja immer dieses Fangnetz irgendwie. Egal, ob da was liegt oder nicht. Murloc. Allgemein Murloc-Deck wird sich hier wahrscheinlich auch ganz gut anbieten. Hexer oder so. Aber ich glaube, mit Murloc-Deck kann man eh alles gegen alles spielen, habe ich das Gefühl immer. Hm. Dann machen wir nochmal so. Bisschen besser auf den aufpassen müssen wir jetzt. Der hat mir eben das Leben doch schon ziemlich schwer gemacht. Eventuell zahlt sich ihn oder so. Dann hat er nur 2-2 und hat, dann geht von ihm auch nicht so eine große Gefahr aus. Den Murloc hier kann ich immer ausspielen, den Murloc-Speer, der kostet 0 Mana, das ist gut. Ne, den Murloc will ich. Ich spiele hier auf jeden Fall den nochmal mit aus und ich silence ihn. Dass er nicht zu stark wird. Vielleicht schubst er auch meine Eule nochmal zurück, dann habe ich weiterhin auch noch einen Silence. Er trifft natürlich immer ganz glücklich hier den. Dass ich mir da immer noch einen weiteren Murloc generiere. Jetzt habe ich hier auch schon mal zwei Karten liegen. Kommt vielleicht ein bisschen an seine Bordkontrolle ran. Nur für den wäre der Silence natürlich auch ganz cool gewesen. Wir haben jetzt Holinova Range quasi. Ich glaube, das spiele ich jetzt auch, Holinova. Aber dann habe ich nichts auf dem Board. Ich will was auf dem Board haben jetzt. Ja, ich will was auf dem Board haben. Ich spiele den Murloc. Den kann ich eh mal spielen. Und ich spiele den Murloc. So. Jetzt habe ich das Board auf jeden Fall mal voll. Hm. Er hat jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Karten. Wenn ich den zerstöre, hat er 7 Karten. Kann nichts ausspielen. Das mache ich jetzt mal so. Machen wir das mal so. Zack. Fertig. Den Spot muss ich wegmachen. Ich bin schon wieder ziemlich weit unten im Leben. Mehr Riesen. Könnte ich jetzt spielen. Ich muss irgendwie am Spot vorbei. Ich habe noch keinen Ansturm gezogen. Holinova. Die werden weg. Der hätte noch 3, das reicht nicht. Die Nachtklinge hier vielleicht nicht so stark im Deck. Ich spiel mal den. Und den Murloc noch. Und den Riesen. Kostet ja nichts mehr. Die jag ich da einfach rein, die kosten eh 0 Mana. War's das schon? Ja, das war's. Schade. Hm. Ja, ich denke, ich schaue gleich nochmal in mein Deck und werde noch die ein oder andere Anpassung auf jeden Fall machen. Und ja, wenn ihr das noch sehen wollt, dann schaltet wieder ein und macht's gut. Bis zum nächsten Mal.